Tag, Kinder! Ich habe heute wieder so ein wichtiges Thema für euch. Besonders wichtig für alle YouTuber mit dem Namen Lion TV. Damit sie mal wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Ich, der ich ja bekanntlich über jeden Zweifel erhaben bin, habe mir mal ein Regelwerk zusammengestellt, damit ihr mal wisst, was ihr auf gar keinen Fall vor den Zuschauern, vor der ganzen Welt, vor euch selbst machen dürft. Machen dürft. Machen dürft. No-Gos bei YouTubern mit dem Namen Lion TV. No-Go Nummer 1. Lispelndes Verhalten. Leute, was ist schlimmer als ein YouTuber, der die ganze Zeit nur labert und dabei nicht mal in der Lage ist, einen einzigen Satz in adäquater Weise auszuverbalisieren? So super schlechte Scheiße sollte auf YouTube ausradiert werden. Jeder lispelnde YouTuber mit dem Namen Lion TV sollte sich sofort erschießen. No-Go Nummer 2. Alle YouTuber mit dem Namen Lion TV, die sich dazu berufen fühlen, weit über das Ausüben von Kritik und dem Vermitteln etwaiger Denkanstöße hinaus einen durch und durch subjektiven und unumstößlichen Verhaltenskodex für ihre Zuschauer zu erstellen. Verhaltet euch mal professionell, wie YouTuber sich zu verhalten haben. Okay, das war's jetzt mit dem Video. Bleibt wie ihr seid, aber bitte nicht braunäugig. Viel Spaß.